geht ab, Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Ultrasonne. Wir sind hier gerade nach dem ersten Inselkönig und sind jetzt nochmal kurz auf dem Weg hier, ja, ich sag mal kurz aufzuräumen auf der ersten Insel Mele Mele. Und ihr könnt vielleicht schon sehen, ich habe 32 Pokémon bereits gefangen. Das liegt daran, dass ich, ja, wie gesagt, schon hier so ein paar Mons gefangen habe, die mir hier über den Weg gelaufen sind. Radfratz, Mangunio, alle Mons, die man so normal sehen kann, habe ich eigentlich auch mitgenommen, außer Zorua, das sehe ich gerade, das habe ich noch nicht gefangen. Das Ding kann man natürlich auch sehen, ich habe es aber noch nicht gefangen bekommen, weil meine Bälle aus waren. Das war sehr, sehr schade, das habt ihr mir auch in die Kommis geschrieben, wie ich schon vor ein paar Parts sagte. Man kann sich Zorua tatsächlich hier in diesem Spiel fangen. Ich habe überlegt, ob ich einen Shiny Hunt Zorua vielleicht sogar mache. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben ja die TM Trugschlag bekommen im letzten Part. Theoretisch könnten wir es machen. Vielleicht mache ich es ja heute noch, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Tankerradhügel. Und hier haben wir Encounter, Leute. Ne? Und unser Encounter wird sein... Sedimantur. Flunkiefer! Sehr nice, sehr, sehr nice. Hat es Bedroher, hat es Bedroher. Es hat keinen Bedroher, was super, super sad ist. Kann es mich one-shotten? Theo schon. Praxis. Ich hoffe nicht. Wir gehen auf den Käfer. Bis Level 14 ist der okay. Lockduft. Scheiße! Seine giftigen Gase kommen aus seinem Hinterteil des Todes. Ist sein Hinterteil eigentlich sein Kopf da hinten? Eigentlich ja nicht, oder? Oh, das resistet der Hardcore. Weil der Typ Stahlfee ist. Das ist eine sehr, sehr krasse Typenkombi. Wir können eine Lebensstelle droppen. Die ist wesentlich sehr effektiv. Was anderes können wir nicht mal an Trug trennen. Heul nicht, Minion. Das macht man nicht. Und das Ding hat eine Mega-Entwicklung. Ob wir die Megasteine hier bekommen vor Game-Ende, keine Ahnung. Aber werden wir sehen. Wir schmeißen einfach mal einen Ball, würde ich sagen. Und ihr habt ja anhand vom letzten Part schon gesehen, dass ich mir Hyperbälle und alles hier gegönnt habe. Und Superbälle habe ich mir auch ebenfalls mal 20 Stück gegönnt, damit wir halt einfach alle Mons mitnehmen können. Ne? Also wir haben natürlich hier unsere Mons, die wir benutzen dürfen, plus die Mons, damit ich den Pokédex vollkriege irgendwann mal. Das wäre sehr, sehr appreciated, ne? Und das Flunkiefer ist nicht in unserem Team. Du kleiner Halunke, Alter. Du kleiner Halunke, du Alter. Hörst du mal auf mich anzufurzen, Alter, dann kommst du auch hier ins Team. Ich nehme keine Stinker mit, weißt du das eigentlich? Du kommst hier nicht in diesen Rahmen, wenn du irgendwie Knorke bist. Du musst Knorke sein. Wenn du nicht Knorke bist, dann gehst du einfach. Dann war's das, Junge. Aber ich hoffe, du bist jetzt Knorke. Du bist Luzial. Du Scheiße, Alter. Du bist richtig kacke. Erstaune. Ich habe eigentlich keinen Bock, den weiterhin zu schwächen. Zerwerfen wir einfach weiter Pokéballs, Leute. Und ganz, ganz wichtig, Leute. Wisst ihr eigentlich was? Das Spiel harmoniert wie Pokémon Sonne und Mond. Aber ich merke halt einfach, wie krass trotzdem es bei euch ankommt. Ey, findet ihr das Let's Play so heftig gut zurzeit? Finde ich mega krank. Ich habe jetzt zum Beispiel vor 50 Minuten, wir haben jetzt Samstag, Part 5 hochgeladen mit dem Wolverock. Und der Part hat einfach schon so 300 Likes, über 4000 Aufrufe. Ich denke mir so, what the hell, Alter, was ist los mit euch? Feiert ihr das so extrem? Ich meine, ich fühle mich so irgendwie richtig oldschool wieder am Start hier mit dem Let's Play, wo ich richtig mitfieber, wo ich richtig mitmache. Geiles Team. Oh, gar nicht gut. Biss ist nicht gut, das holt nur noch Kollegen, Alter. Bitte keine Kollegen holen, das ist gar nicht gut. Er hat uns vorher angegriffen. Ich glaube nicht, dass er uns one-shotten könnte. Wir outspeeden, oder? Wir outspeeden nicht, okay. Ich will nicht, dass Marbula stirbt, ne? Das ist das Worst-Case-Szenario, wirklich. Genauigkeitsdrop again. Sollen wir raus switchen? Aber was switchen wir raus? Wir können auch Basilisk raus, theoretisch. Ne? Kriegen den Bedroher nochmal raus hier. Ja! Yeah. Pressen Bedroher raus, Junge! Oh, er hat Scheren macht! Scheiße, es geht nicht! Da bin ich aber erstaunt, Junge. Da bin ich aber erstaunt. Der drückt trotzdem Damage rein noch, alter Schwede. Flunkiefer sollte man nicht unterschätzen. Ist ein sehr, sehr underrated Mon. Durch die Mega-Entwicklung, wie gesagt, durch Kraftkoloss und den Typen. Ist einfach mega, mega stark, ey. Und ich glaube, ich schneide das eben. Yes, man! Wir haben es gefangen, Alter. Flunkiefer ist in unserem Team. Und das haben wir easy gemacht mit Hoodie. Und Hoodie ist Level 17 nun. Entwickelt er sich da schon? Weiß ich gar nicht. Das wäre mega episch. Also wir schauen einfach mal. Basilisk Level 16. Ja, moin. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Yes! Hoodie! Du hast es drauf. Du hast es drauf, mein Freund. Siehst du das? Letztes Mal, wo du jetzt hier in deiner normalen Form bist. Ne? Da sehen wir ihn ja auch. Arboretos lebt. Super, super cute. Ich glaube, ich brauche einen Arboretos-Plüsch. Und natürlich ein
Silvaro noch. Aber so erstmal mega episch. Wir kriegen noch einen Eintrag mit der epischen Pose, wo er einfach so Bitch slapped. My name is Arboritage and I bitch slap the fuck out of you, sagt er einfach. 8% des Alola-Decks haben wir bereits schon. Ja, das ist eine ganz gute Zahl, ne? Das ist eine ganz gute Zahl. Dafür, dass wir erst auf der ersten Insel sind. Und wir kriegen ebenfalls Flunkiefer. Zack. Sehr, sehr cute Pose, muss ich sagen, ne? Also, es ist eine Fleiß. Eine fleißfressende Pflanze, Alter. Wer kennt sie nicht? Eine fleischfressende Pflanze. Mein Gott, ich bin echt perplex. Wir nehmen das Ding. Ich würde sagen, halt die Gosche einfach, ne? Standard. Halt. Die. Können wir ja ebenfalls benutzen, falls wir es brauchen sollten. Falls wir mal komplett Rape gehen. Halt die Gosche! Passt perfekt! Und das passt, oder? Halt die Gosche! Einfach. Nein, ich will nicht ins Team packen. Ich will es nicht ins Team packen. Mein Team ist gut. Ich brauche nichts in meinem Team. Kannst auf die Box gehen, Junge. Kannst auf die Box gehen. Okay, wir gehen weiter. Denn hier, ich meine, wir können noch dort hinten hin. Oder irre ich mich gerade, Piff? Irre ich mich? Kann ich nicht da oben hin? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein Sedimantus wahrscheinlich, oder? Rokara, Tatsache. Das müsste ich theoretisch auffangen. Das mache ich also offscreen, Leute. Das werde ich nicht on-cam machen, weil das einfach zu lange dauert. Und ach du Heilige, wenn ich nicht flüchten kann, bin ich tot. Wir switchen auf den Hoodster. Nicht, dass das hier, ja, Mabula stirbt, ne? Das ist nicht so doll. Gehen wir raus auf den Hoodie und er macht Steinwurf und das hätte uns getroffen. Und zwar, oh, das tut uns trotzdem sehr effektiv. Wollen wir ihn töten? Wollen wir ihn töten? Ja, komm, wir töten ihn einfach. Rasur pur! Das erinnert mich immer an One Piece, so dieses Rasur. Kennt ihr Rasur von One Piece noch? Ja, easy, Alter. Wer kennt nicht Rasur von One Piece, Alter? Da haben die das immer, da konnten die Luftsprünge machen, das war mega, mega episch. Oh, One Piece, die damalige Zeit war so episch. Ich weiß, One Piece läuft immer noch, Leute. Viele gucken es wahrscheinlich auch noch, aber weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Fan von japanischen Dub. Gucke ich mir auch öfters mal Animes an, aber keine Ahnung. Bei One Piece haben all die Synchronstimmen auf Deutsch so heftig gepasst. Die waren so gut, gerade die von Zoro, Sanji, Nami, Ruffy. Aber weiß ich nicht, ich kann mich da nicht reinversetzen dann später. Und ich habe vor allem gerade auch nicht die Zeit, um das zu verfolgen. Aber ich weiß ungefähr, was es in diesen Arcs geht. Ja, machen wir dasselbe. Ich will nicht, dass ich sie dieses Schiff. Ich muss mal den Lied ändern, glaube ich, ne? Ja, der Lied sollte geswitcht werden. Kakaru! Schärfer. Schärfer. Weiter. Höher. Schneller. Ich glaube, so geht es auch noch. Und dann kommt: Es geht nur um dich, nur um dich, nur um dich. Es geht nur um dich, nur um dich, nur um dich. Kennt ihr dieses Lied? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich will wissen, ob jemand von euch das noch kennt. Ne? Ultra wichtig für mich einfach. Weil es ist mein absolutes Favorite Opening. Mein absoluter Favorite Anime damals gewesen. Ne? Also ich habe ihn sehr, sehr gefeiert. Aber vielleicht kennt ja jemand von euch noch. Und dann will ich ihn in den Kommentaren stehen haben, ne? Jungs und Mädels. Also die Oldschool-Fraktion ist jetzt hier gefragt. Hier ist es zu eng, ein Pokémon-Mobile zu rufen. Junge, Tauros ist nicht fett. Hast du einfach Tauros beleidigt, Pokémon-Mobile? Finde ich gar nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Das ist auch nur ein Tier. So, Tankerad, Hügel, Zentraler. Felsen. Hier haben wir erstmal viele Items. Ein Nugget. Ja, geil, Chicken Nuggets nehmen wir gerne mit. Ne? Das ist immer lecker und schmecker. Haben wir noch hier? Ein Granitstein. Verstärkt Gesteinattacken. Sehr gut für Wuffels. Und das Schutz wirkt nicht mehr. Und jetzt, let's go! Neuer Encounter für uns! Wuffels haben wir schon. Ein Wuffels haben wir bereits. Wir können natürlich das nochmal fangen. Aber Leute, da triggert die Species Clause. Und wir dürfen es töten und nochmal ein Pokémon uns gönnen. Da wir das Ding ja schon haben. Es bringt ja nichts, ein Mon zu fangen, was wir schon haben. Wenn das Mon sterben sollte von uns und wir dann nochmal auf das Mon treffen, dann dürfen wir es fangen. Aber jetzt gerade macht das keinen Sinn, so ein Mon zu fangen. Wenn er jetzt Biss macht, durch den Silberblick. Ah, fuck. Sag mal, wenn er gecrittet hätte, hätte das fast gereicht, ne? Aber Derp. Derp hat einen dicken Bauch. Da kommt man nicht so einfach durch, Leute. Da kommt man nicht so einfach durch. Der Derpster, der ist super. Der ist super. Die geben echt wenig EP, die Mons. Super, super low, seid ihr alle? Gib mir was Gutes, gib was Gutes, gib was Gutes. Gib mir. Please. Macholo! Yes!
Das ist okay, das ist okay, Alter. Später machen wir mal zusammen mit Schild los. Gönnen wir uns, oder? Konfusion sollte auf keinen töten, Alter. Außer es ist ein Crit. Flinkel away. Let's go, Derp. Confusion. Sehr sick. Energiefokus. Pump it up right now. Macholo pumpt sich auf. Und wir throwen jetzt einfach mal einen Super Ball. Ich hab Bock. Willst du den Tauchball, Alter? Du bist ein Taucher. Willst du Taucher werden, Macholo? Du bist Taucher. Komm, Alter. Werde mein Taucher. Upsbody, gib ihm den Taucherball. Come on. A one. A two. A three. Wir haben den Taucher. Wie gut, Alter. Er ist einfach unser Taucher. Wir nennen ihn Diver einfach. Diver. MacDiver, Alter. Wie, nicht MacGyver, der Erfinder, sondern MacDiver, der Taucher. Mac wie Mac ist, Diver wie Taucher. Das bist du, Macholo. Was ganz Besonderes. Theoretisch müssen wir hier noch einen Zubiris fangen für die Mini-Quest. Aber das mache ich auch offscreen, denke ich mal. MacDiver. Ich habe mich gestern wirklich mal, nachdem ich, glaub 12 Parts aufgenommen habe, an einem Tag fast, mal hingesetzt und habe mir so gedacht, so, yo. Wenn man echt chillig jetzt ein bisschen zu pennen. Und ich war mega müde auch, ne? Ich habe so viel aufgenommen, bearbeitet, geschnitten und vorbereitet und hab dann einfach mich hingesetzt auf der Couch, hab Luke die Woche und ich geguckt. Finde ich eine super Serie, ne? Der Luke, der ist ziemlich sympathisch. Hat ja auch YouTube-Videos, alles hier auf YouTube. Und ja, hab dann einfach ein bisschen so mir es gut gehen lassen, ne? Ich hab mir ein paar Chips rausgeholt, ne? Hab dann wieder hier meine Haribos, Leute, ihr wisst es, ne? Sind immer noch nicht leer, by the way. Ich krieg sowas nicht leer, ich bin nicht so ein Fan von Süßigkeiten. Ich genieße die meist so ein bisschen. Soll ich angreifen? Weil ich will eh nicht flüchten. Ich werde eh nicht flüchten. Das heißt, wir gehen hier einfach mal für den Move. Jo, das ist ganz okay, glaube ich. Hat mein Papa mir geschrieben? Hat Papa mir geschrieben. Check, boom. Macholo ruft um Hilfe. Es kommt noch ein Macholo. Finde ich das gut? Eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich switch mal lieber. Auf Gewalter, oder? Gewalter töte die beide One-Shot. Serious Business gerade, Alter. Die Gebrüder Macholo wollen hier aufmucken. Die wollen hier aufmucken, die Jungs, Leute. Ihr wisst es, ihr kennt es. Aufnahme stoppen. Und die Aufnahme ist wieder an. Silberblick und pump it up right now. Ich muss pump it up erstmal töten, Leute, bevor hier irgendwas passiert. Oh, den hörst du. Der mit 13 ist, den sollten wir One-Shotten, oder? Das ist Gewalter, Alter. Gewalthalter! Boots! Der Typ ist einfach OP, ist hell einfach. Gewalters, der schneidet die auch schweißfrei. Oh, da kommt der Karate-Chop. Auf minus 1. Und es ist der Crit. Es ist der Crit. Und ciao, Alter. Wisst ihr, das ist so. Gewalter ist der große Bruder von Fleckmon. Wer Fleckmon irgendwie, was, keine Ahnung, tritt, schlägt, der kriegt Gewalter dann, Alter. Und Gewalter rast dann aus. Und Derp ist jetzt Level 16. Sauber. Sauber, Derpy. Sauber, so muss das. Ich will, dass du wächst und gedeihst und stärker wirst. Haben wir hier noch was? Tatsache, was ist hier denn? Dairium Z, ne? Der müsste hier sein, oder? Das war doch hier. Ne, die TM. Katapult. Okay. Wo war Dairium Z denn? Der war doch auch hier irgendwo, oder nicht? Wo kriegt man den Dairium Z denn her? Oder kann man den ja später holen? Das ist die Frage, die ich gerade habe. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass man ihn hier irgendwo bekommt. Aber das sieht nicht so danach aus. Ne, Leute? Flucht gescheitert. Oh, Junge. Thank you. Thank you very much. Ne, ich habe ehrlich gedacht, dass man ihn hier irgendwo bekommt. Hier vielleicht. Oh, hier ist noch ein Item. Es war ein Superball. Ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Topschutz rein und dann rennen wir wieder weg. Weil wir wollen ja auch weitermachen. Wir wollen ja heute noch ein bisschen was schaffen. Fällt ja schlimmer nicht, wenn ich so Laberparts mache, wo ich ja eigentlich nur so Sachen absuche und mir Orte angucke. Und sagt die Nazirus voll, okay. Expertengut habe ich drauf. Ich glaube, der ist besser sogar fast, ne? Also haben wir geboosteten Steinwurf halt, ne? Das ist, glaube ich, noch ein bisschen stärkerer Steinwurf. Kriegstab plus Granitstein. Das macht halt Damage as hell. Nee, hier ist auf keinen Fall. Der muss da oben irgendwo sein. Aber wie kommt man da oben hin? Hier vielleicht? Haha!
Ja, spray mal noch rein. Ich hab keinen Bock mehr auf Mons, ey. Gerade überhaupt keinen Bock auf Mons. Hier ist das. Geil, dann haben wir auf jeden Fall safe schon mal einen neuen Setstein. Let's go. Aerium Z. Den habe ich damals nie mitgenommen, weil ich mir hier nie die Gegend angeguckt habe. Oh! Madame kommt! Das so schön glitzernde Aerium Z gehört nun dir. Schau gut zu. Ich führe die Pose vor. Bams! Das war, glaube ich, richtig. Das war mit einer der leichtesten Z-Moves. Finaler Steilflug ist ein furchterregender Angriff aus himmlischer Höhe. Hoffentlich geht dir diese Z-Attacke bald in Fleisch und Blut über. Oh, du bist super sexy da, Alter, mit deinem kleinen Federröckchen. Willst du mal zu mir kommen und wir haben zusammen ein kleines Date in deinem Vogelnest? No, you, if you mean, if you know what I mean. Genau, so. Nee, nicht if you mean what I know. Andersrum. So, hier haben wir alles gemacht. Super Sache. Das heißt, ich habe den 10-Grad-Hügel abgeschlossen. Wir sprayen nochmal einen Schutz. Wir haben es ja, ne? Ich habe keinen Bock auf Mons gerade. Und ja, wir können noch zu einer Sache hin. Werden wir das eben machen? Werden wir es eben machen? Ja, theoretisch können wir es tatsächlich machen. Hier können wir nichts mehr tun. Hier haben wir alles abgeschlossen an der Stelle. Oh, jetzt kommen wir wieder. Ja, ich wusste es. 2 Sekunden, kein Schutz. Die Monster reißen sich hier rum, Alter. Die wollen alle gekämpft haben. Iskala habe ich auch schon gefangen. Genauso wie Cosilla gab es noch. Mobile habe ich gefangen. Botugel habe ich gefangen. Super coole Monster, gerade in der Meereshöhle. Ja, ich habe noch lange nicht alle Monster hier gefunden auf Mele Mele. Aber das ist das Coole, wenn man so ein bisschen auch mal alleine spielt. Vielleicht werde ich das auch in Livestreams machen da mit euch, dass ich dann, keine Ahnung, ein bisschen was Offscreen suchen gehe. Aber bisher mache ich einfach so Parts, wo ich das mache. Wir haben noch eine Möglichkeit, wo wir noch was suchen könnten. Da gehe ich auch mit euch noch hin. Und dann werden wir zum Hafen gehen, wo wir eh hin müssen. Hey, Rotom, was ist los? Willkommen zurück, Rotom-Zeit. Gib mir mal das jetzt. Was ist das? Beeren? Was ist das denn? Beeren-Coupon? AP-Bonds. Okay. Kann man immer gebrauchen, würde ich sagen, ne? Das ist ganz okay, dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. So, wir wollen jetzt aber erst einmal zum Friedhof gehen, denn dort geht es weiter und natürlich auch am Hafen, wo es weitergeht. Dann haben wir, glaube ich, alles so ziemlich abgeklappert auf Mele Mele, was wir abklappern können. Ich habe auch noch in Häusern ganz viele Coupons gefunden. Wir haben jetzt inzwischen 16 Stück oder so. Die Angel fehlt mir noch. Also, wenn ihr wisst, wo ich die Angel herbekomme, ich glaube, das steht schon in den Kommis, dann sagt mir das bitte. Ein Sternstück wieder. Für mehr Para, für mehr Kohle, Alter. Ist hier oben nicht noch was gewesen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Ne, ich glaube, dann haben wir auch alles. Das ist doch okay. Das ist doch okay. Eine gute Bilanz. Wir haben alles geholt, eigentlich, was es zu holen gibt hier. Meiner Ansicht nach. Und ja, wir switchen jetzt hier auf die neue Insel. Und zwar... Ah, Fotostudio! Voll vergessen, Alter. Hallo. Oh, ein Trainer mit einem Z-Kraftring. In der Lola Fotoclub kannst du dich mit deinem Lieblings-Pokémon verschiedene Posen ablichten lassen. Oh, wenn du schon mal hier bist, solltest du es unbedingt ausprobieren. Safe Call. Safe Call. Welches nehmen wir? Nehmen wir das vorderste immer? Oh, ich will nicht Derpy nehmen, oder? Können wir was anderes nehmen? Ja. Wollen wir Hoodie nehmen? In seiner neuen Form? Arboretos? Ja, safe nehmen wir Arboretos, Alter. Oder nehmen wir Gewalter? Ne, wir nehmen erstmal Arboretos. So, Bildaufnahme. Von der Seite? Ne, wir nehmen von vorne. Vorne ist cooler. Okay. So, Fotoshooting starten! Jawohl, ich bin ready! Lass dein Pokémon Posen machen, um das perfekte Foto zu schießen. Sick. Bestätige diesen Schalter, damit dein Pokémon entweder eine niedliche oder eine schlossene Pose einnimmt. Berühre den Posierknopf, um dein Pokémon posieren zu lassen. Du kannst den Knopf auch mehrmals berühren, um herauszufinden, welche Pose dein Pokémon beherrscht. Okay. Berühre den Aktionsknopf, um eine Animation auszuwählen, die dein Spielführer ausführen soll. Okay, das ist ja cool. Also wir machen auch eine Pose. Drücke danach den Wiederholknopf, um diese abzuspielen. Berührst du den Knopf während der Wiedergabe erneut, wird die Animation an aktueller Stelle gehalten. Okay. Um die Schaltflächen am linken Bildschirmrand kannst du verschiedene Menüs aufrufen, um das Bild zu bearbeiten. Die oberste Schaltfläche eröffnet das Aufnahmemenü. Mit der untersten öffnest du das... die Kameraeinstellung, wo du unter anderem die Position der Kamera änderst. Sick. Das heißt, hier ändere ich die Pokémon-Animation. Nochmal eine andere. Ne, macht immer die Tritt, okay.
Jetzt macht er süße Posen, wie kann das sein? Okay, das ist auch cute. Was mache ich? Ich mache Z-Move. Flug. Theoretisch können wir das Hoodie geben, ne? Kampf, das ist dir. Bam, 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 bam. Ich mach Flug. Flug ist cooler. Pose wurde geändert, okay. Ah, tatsächlich, kannst du wirklich stoppen so. Okay, den stoppen wir da. Und Hoodie, du machst. Hä? Machst du nichts? Hä? Das verstehe ich nicht. Warum stoppt Hoodie denn nicht, wenn ich das mache? Das ist ein bisschen doof, dass Hoodie nicht stoppt, wenn ich das sage. So. Und Hoodie, du machst. Du machst das irgendwie nicht, ne? Was ist das denn hier? Hier kann man Zoom machen, Kamerahöhe, okay. Mach mal ein Thumbnail jetzt hier, Leute. Okay, was haben wir? Was machen wir hier jetzt noch? Neu. Nein, nicht neu! Neu ist ganz schlecht! Neu war richtig kacke! Neu war keine gute Idee. Immer ranzoomen hier. So, danke. Wenn ich jetzt hier das Foto mache, wartet mal. Wir warten einfach, bis Hoodie eine Pose macht. Perfekt! Oder? Yes! Das wollte ich haben! So ein Foto. So, was können wir jetzt machen? Jedes Mal, wenn du den Auslöser gedrückt hast, werden 6 Fotos geschossen. Markiere danach alle Bilder, die du speichern möchtest. Okay. Nimm safe das hier, oder? Wo der fliegt, ey. Das ist viel, viel cooler. Okay. Hoodie ist geshaved. Das wurde auf der SD-Karte gespeichert. Wirkt überraschend aufregend, okay. Fotoshooting fortsetzen. Können wir es immer noch fortsetzen? Gibt es Accessoires oder sowas? Eigentlich schon, oder? So Accessoires? Aber wir haben bestimmt noch keine, wie es aussieht. Können wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja noch freigeschalten oder so. Hier hast du ein Geschenk, damit du jederzeit Fotos aufnehmen kannst. Bilderalbum. Okay. Sick. Okay, wir können das dann hier öffnen im Menü. Bilder und kannst du Fotos, die du geschossen hast, mit Hilfe der Deko-Elemente. Jawohl, wir können sie noch bearbeiten. Sehr schön. Und man kann sie auch im Festival Plaza wohl teilen, wie es aussieht. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Möchtest du deinem neuen Foto gleich ein paar Deko-Elemente? Ja, sie, alter Senior. Das wollte ich die ganze Zeit. Schauen wir mal, was wir da so haben. Habe ich mein Stift hier noch irgendwo vom 3DS? Leider nicht, ne? Schade. So, wir gucken mal. Wir haben hier eh nur das Bild. Verzieren. Was können wir denn hier verzieren? Zeig mal her da, okay. Deko-Elemente, ja, das sollten wir hinkriegen, ne? Einfach drüber ziehen, löschen. Guck mal, was haben wir denn da? Wir haben hier Liebe, wir haben hier so Elemente, die man einfügen kann. So Dreck. Mega cool, wir haben Bart. Nimm Bart. Ja, moin. Hoodie, die bärtige Lady, Alter. Super cool, Hoodie, Alter. Da war noch so ein Bart, Junge. Levelaufstieg, nur ich, nicht du, Hoodie. Leute, ich will ja Mediendesigner werden. Ne, das ist der erste Schritt dazu. Der erste Schritt dazu. Könnt ihr mal sagen, ob das cool ist oder nicht? Das muss sein. Der Rahmen ist geil. Ist das hier? Das ist sehr effektiv. Ne. Wir brauchen sowas hier. Das ist epic. Epic Action. Was haben wir sonst noch hier? Oh, eine Super Saiyajin Aura! Kann ich die nicht nehmen? Ah, doch, kann ich. Hoodie, der dunkle Master of Disaster. Wir haben die Super Saiyajin Aura hier einfach. Super Saiyan! Was haben wir sonst noch hier? So eine Fist. Das ist auch nice, ne? Die Fist. Und dann ist das andere schon wieder too much hier, ne? Diese Super Saiyajin Aura. Die packen wir hier unter hin. Dass wir hier die Fist des Todes haben. Wir fisten euch alle! Jungs! Spaß. Alles cool. Was haben wir sonst noch hier? Eine Metallplatte, ein Kick. Am besten wäre für Hoodie der Kick hier so, ne? Das ist schon echt krass. Aber dann ist wieder das hier too much. Kann ich den Layer auch woanders hinpacken? Also der kommt auf jeden Fall weg.
Mantak-Surfen, eine Brille können wir uns auch aufsetzen. Will ich das? Schwerter für Sword Dance? Ja, moin, Alter. Das ist echt super, super nice, oder? Ich finde die Funktion richtig witzig. Levelaufstieg. Sag mal, wie findet ihr das Bild? Ich finde es super gut. Mir gefällt es. Wir lassen es so, wie es ist. Wir saven das mal so ab. Und schreibt mal in die Kommis. Bin ich ein guter Mediendesigner, was das angeht? Ich weiß es ja nicht. Da ist das Prachtexemplar. Sieht geil aus, oder? Wir teilen das einfach mal. Kann ich das nicht so teilen im Festivalplaza? Oder muss ich da erstmal hingehen? Ich glaube, ich muss da erstmal hingehen. Aber okay, ich bin sehr, sehr stolz auf unser Bild. Es gefällt mir. Ne Hoodie mit Bart. Ich bin der Chef im, Chef im Geschäft. Bin echter als echt. Thank you, Alter. Und alle Fotos, die mit Rotum machen, wie es aussieht. Kolai! Kolai starte ich an. Ah, wir können wieder mit ihm spielen. Aber nee, ich möchte gar nicht mit dem Kolai spielen. Kolai ist ein sehr, sehr cooles Mon. Super, super defensiv, aber ist jetzt nicht gerade so in mein Interesse da als halber so. Nö. Hey, Zero! Tali, was geht? Oh, sein er hat einen Primaren, ne? Nee, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, wie die Weiterentwicklung heißt. Toon Fleckmon, habt dem Alola Fotoclub sicher ein gutes Foto abgegeben. Aber jetzt ist, geht unsere Wissenschaft weiter. Nächster halt Akala. Willst du keine Fotos machen? Ich verzichte erstmal auf Fotoshootings und Deko-Elemente. Ich würde bestimmt viel zu viel Zeit damit verbringen. Marikek heißt es, genau. Du Kek, Alter. Perfekt in Szene zu setzen, weißt du? Ich will dich nicht zu lange warten lassen. Kek, Kek, Kek. Kleiner Kek, du Alter. Ich bin total gespannt, was uns bei der nächsten Prüfung erwarten wird. Finden wir es heraus. Zero Tali, kommt genau richtig. Meine Yacht ist bereit zum Ablegen. Also was das Thema angeht, um ehrlich zu sein, würde ich viel lieber auf dem Rücken vom Mantax nach Akala reisen. Dürfen wir. Und ich hoffe, dass Zero mal mir dabei Gesellschaft leistet. Ja, genau, vom Big Wave über Route 2 aus. Verstehe, dann will ich mich. Dann will ich mal nicht so sein, Tali. Oh mein Gott, wir dürfen vom Mantax darüber. Das ist super aus, Alter. Leute. Nächster Part. Sickes Mantak-Surfen. Sie darf dich um etwas bitten. Was denn, Alter? Ich will nichts mehr von dir. Ich möchte Wölkchen helfen, seine Heimat wieder zurückzukehren. Ich hatte dir das ja schon erzählt, dass... Ich hatte dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer brenzligen Situation gerettet hat. Deshalb möchte ich nun ihm helfen. Aber da... ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Zero. Das muss sich sehr selbstsüchtig anhören, ich weiß. Ich weiß ja nicht. Ich verstehe. Wir sind ein richtiges Arsch. Aber wenn du irgendwas erfährst, das Wölkchen helfen könnte, lass es mich bitte wissen. Das wäre schon von großer Hilfe. Hoffentlich hast du nichts dagegen, wenn wir euch begleiten nach Akala auf die nächste Insel. Nee, komm mit, Alter. Auch wenn das wieder so ein Dreier-Date ist. Leute, im nächsten Part geht's weiter mit dem Mantak-Surfen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, die Episode hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn wir nichts großartig Produktives geschafft haben. Wir haben ein Mon encountered. Bisschen was gelabert. Und Fotoshooting halt, ne? Im nächsten Part geht's weiter mit Mantak-Surfen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ja, lasst ein Like da. Würde mich freuen. Denkt dran, desto mehr Likes, desto mehr Parts werden auch natürlich erscheinen von diesem wunderbaren Projekt. Ich bin raus, verabschiede mich. Und ciao for now.